So, willkommen zurück zu einem weiteren Video und heute sind wir in einer sehr ausgefallen gestrukturierten Map, die äußerst sehr viel, legt sehr viel Wert auf Design. Wir haben hier quasi einfach das, was ich hingebaut habe, nebendran dann das. Den Knopf hier, den solltest du eigentlich mal benutzen, damit ich mich resetten kann. Wollte ich nämlich nicht, ich bin im Game Mode 1 gestartet mit ein paar Items drin. Da war noch ein Scoreboard nebendran an der Seite, das war glaube ich mein Fehler. Könnt ihr aber auch eigentlich irgendwie normalerweise wegmachen. Okay, zu meinem kleinen Parcours. Alles klar, let's go. Das ist von Lockenkopf, habe ich gehört. Habe ich gelesen. Einer der ersten, die eingeschickt hat. Gibt der dritte. Yep. Und ja, ich würde deswegen mal gucken, was sie so mal hier so macht. Na, wir fangen einfach mal an. Und zwar, umgedreht haben wir uns ja schon, deswegen brauchen wir das Schild jetzt einfach mal ignorieren. Und wir müssen einen Soundizer machen. Das geht uns auf den Sack. Hier, da. Nee, nicht Jukeboxes, nur Boxes, oder? Immer noch extrem laut. Okay, gut, okay, das fängt ja schon mal ziemlich lustig. Oh Gott, weißt du, dann auch gleich Deckensprünge, Alter. Als ob Trümperkuh nicht schon schwer genug sein kann, wenn man sich die anstellt. Okay, da mag jemand diese grünen Blöcke anscheinend. Da hättest du aber auch die schönen verwenden können. Das hier sind nicht Blöcke, die nichts bringen. Okay, aha. Ein Creeper-Bild, okay. Okay, also nicht auf den grünen, wo man sonst... Ah, okay, verstehe. Okay, die sind total sinnlos, weil man auch einfach ohne den Jump... Man könnte hier einfach so durchrennen. Ohne Scheiß. Das ist total sinnlos. Egal, so, dann geht's hier weiter. Oh Gott. Und du hättest vielleicht noch einen Respawn-Punkt zwischendrin reinsetzen können. Naja, okay. Lass mich mal durchgehen. Ja, hat natürlich hier nicht, dass ihr irgendwie mir hier eine Meisterleistung oder eine meisterhafte Map im Sinne von, naja, ne? 5 Sterne oder sowas hier mir geben würdet, aber also so ein Checkpoint wäre schon geil gewesen. Wobei, kommt das jetzt nicht so dramatisch. Wollen wir mal nicht so lang. Na! Ah! Mist, warte mal, hier so eine Tür zu machen, die wird nämlich gesaugt. Ekelhaft. So, ich weiß gar nicht, ob man es hört, ist ja auch egal. So, hüpf, 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 und jetzt geht's los. Achtung, da! Dieser Sprung ist scheiße, Leute. Dieser Sprung ist echt scheiße. Also, wenn ihr könnt ja die Map downloaden. Und ihr könnt ja einfach mal. Ja, probieren, ob ihr es schneller hinkriegt als ich oder besser. Oder vielleicht beim ersten Mal sogar. Also, irgendwie. Ah! Ich krieg das hin. Gut. Aber man kann ja auch nicht irgendwie auch mal aus dem Rum oder sowas. Ich hab gedacht, da kommt irgendwas Cooles. Aber nein, ist einfach nur so ein Deckensprung. Nö. Ah! Ist der Sprung überhaupt machbar? Oder bin ich einfach wirklich zu blöd dafür? Also, ihr seid mal ganz ehrlich, ja? Ist das... Folgendes. Ganz gerade sein. So, und... Hüpf. Ich probiere es noch einmal und dann überspringe ich. Okay. Okay. Dann würde ich sagen, mal eins. Dann überspringe ich den Sprung, weil der echt gemein ist. Und mach direkt hier weiter. So, es gibt auch die Möglichkeit zu Wallrun und Walljumpen, ne? Das hat er da hinten wieder gemacht, glaube ich. Nein, auch nicht. Okay. Ne, funktioniert nicht, schade. Okay. Hey, das... Okay, gut. Walljump hat er dann auch mal rausgefunden. Das ist cool. Jetzt hört sich schon wieder so negativ an. Huch, ich will natürlich keinen beleidigen. Und das sieht nach dem Ende aus. Diese... Das war meine... Map. Ich hoffe, sie hat dir gefallen, Halbi. Oh Gott, nein, bitte nimm mich nicht Halbi, Hilfe. Viel Spaß noch bei deinen anderen Maps, die du spielst. Ich heiße Luca. Hallo, okay, Luca Lockenkopf. Du bist ein netter Luca Lockenkopf, alles klar. Ja, war schön, die Map von dir gespielt zu haben. Eine sehr lustige Sache. Ja, das war natürlich jetzt einfach nur ein Parcours, wie man ihn so kennt. Vielleicht ein paar Wände wären vielleicht noch schick gewesen, dass man nicht direkt weiß, dass man in der Flatgrass-Map ist. Beziehungsweise einfach mal, ich meine, man kann ja einfach rausspringen und dann hat man gewonnen. Dann ist man frei. Und außerdem hättest du vielleicht vorher, bevor du die Map liefst, einfach mal ganz kurz durch alle durchgehen können und einfach mal dein Team lieben, damit du kein Team hier noch rumfliegen hast. Oder irgendwas in der Art. Okay, ansonsten war es eigentlich ganz super. Hat mir gefallen, sind ein paar lustige Sprünge dabei gewesen. Nur das war noch ein bisschen zu sehr Standard. Vielleicht könnt ihr noch ein bisschen mehr damit anstellen. Ich werde jetzt auf jeden Fall noch ein Baututorial oder sowas machen. Mal gucken. Wie man quasi bessere Maps damit bauen kann. Die Experten, die das jetzt schon verfolgt haben, das komplette BTP, die werden das wissen.
wie das geht. Ansonsten mache ich jetzt einfach nicht mehr Behind the Parkour, sondern Building the Parkour, was ungefähr genau dieselbe Dings ist, aber ne, ich mache einfach quasi die Dings weiter. Man kann... Moment. Man kann rein theoretisch sich da dranhängen und... Oh, das ist schlau. Ah, das war gar kein so nerviger über den Kopf. Ja, okay. Komm noch einmal. Nee, ich krieg den nicht hin. Sorry. Der ist zwei hoch. Wie soll man denn da so schnell durchkommen? Also das ist... Ich weiß nicht. Das ist irgendwie... Für mich ist es unmöglich. Da muss ich doch wie früher losspringen, oder? Ich weiß nicht, bin ich ja wie zu hoch. Und lande ja dann gegen der Wand. Und wenn ich gegen die Wand lande, dann... Hä? Naja, auf jeden Fall schöne Map. Okay, ich würde sagen, wir sehen uns bei der nächsten Map morgen um 7:30. Und wenn ihr irgendwie euch wünscht, dass ich noch ein paar Tutorials dazu mache, dann kommen die auch noch. Und dann könnt ihr einfach mal Bescheid sagen, das wird bestimmt alles lustig. Auf jeden Fall, ansonsten gefällt mir die Map eigentlich. Eine lustige Sache. Kann man auf jeden Fall machen. Wie gesagt, einfach mal ein bisschen mehr auf Designs achten. Hier zum Beispiel hättest du anstatt den grünen Jump Boostern, den ganz normalen, hier diese hier hinpacken können. So. Dann vielleicht hier noch eins weiter runter gehen und ganz normal die Quarzblöcke hier nehmen. Basalt, Entschuldigung. So. Sowas zum Beispiel. Sieht schon gleich viel schöner aus. Generell, das ist hier... Das macht sonst wenig Sinn, wenn da irgendwie nicht solche coolen Linien sind, dass die fliegen. Weil die coolen Linien können ja immer noch sowas wie... Keine Ahnung. Irgendwelche Dinger da unten dran haben, dass das Ding trotzdem schweben kann. Sowas in der Art. Ansonsten ist es noch so ein bisschen... meh. Aber ja, ansonsten... Ich mag die Map. War lustig auf jeden Fall. War ein bisschen schwieriger. Aber... Kein Ding eigentlich für mich jetzt gewesen. Ein bisschen Deckenläufe oder sowas wäre noch cool gewesen. Generell andere Blöcke als nur die beiden. Du hast, glaube ich, nur den grünen und den orangenen verwendet. Ja, ich würde sagen, nächstes Mal, du kannst ja auch immer gerne noch mehr einsenden oder deine Map hier einfach nochmal verbessern und neu hochladen. Schreibst einfach dazu, hey, ich habe sie geupdatet. Oder, wie heißt die Map? Le Parcours de Jump. Zwei oder sowas machen. Ansonsten wünsche ich dir noch eine ganz tolle Zeit. Euch auch natürlich vielen Dank fürs Zusehen, vielen Dank für die Map. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Wenn ihr irgendwie wollt, dass ich so eine Art Bewertungssystem mache, könnt ihr mir ja Vorschläge machen. Vielleicht mache ich das ja mal. Und dann sehen wir uns schon morgen. Und bis dann. Tschüss. Wo ist mein Outer City hin? Ich habe viel zu viele Fenster. Nein, 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 Modpack, nein. Oh. Nope. Nein. Okay. Tschüss.